Herzlich willkommen zu The Note, Survival Horror aus Japan und zwar in Europa am 1. Oktober 1997 veröffentlicht und of the occult club of a senior high school turned up missing while away on holiday. One of them, a girl called Linda, sent her mother some photographs before she disappeared. Nicht in Amerika veröffentlicht. But the photos were no ordinary holiday snaps. They showed an old dilapidated mansion, an eerie spirit-like creature. When Linda's mother saw the photographs, she engaged the freelance occult reporter Akira to search for her daughter. Taking the photographs with him, Akira went to the place the children were last seen, a country town in southern Europe. There, he found the mansion. Ich quatschen? Nee. Okay. Wir gehen mal auf New Game. Haben wir hier auch Einstellungen, aber nicht. Okay, New Game. Geht's. Ohoho. Stereo natürlich. Volle Programm. Helligkeit ein. Oh, das ist das erste PlayStation 1 Spiel, wo ich das sehe. Drücke die X-Taste, wenn die Taste nicht sichtbar ist. Ansonsten drücke, weil... Drücke die X-Taste, wenn die Taste nicht sichtbar ist. Ich habe so viele Fragen. Ah, okay, okay. Ist das Symbol sichtbar? Ja. Ist das Symbol sichtbar? Ja. 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 Oh. Ich würde fast auf Nein drücken. Nein. Nein. Ja. Einstellung fertig. Okay. Okay, X drücken. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, yeah, so ist einfach. Okay. Ich will es für euch jetzt nicht zu dunkel machen. It's so quiet. Yeah. No sign of anyone around. It doesn't look like anyone has lived here for a long time. The building looks pretty old, too. Do you think the kids were really here? If Linda sent photos of the place, they must have been. But whether they're still around or not is a different matter. I can't get those photos of the spirits out of my head. Me neither. Well, let's take a look around and see what we can find. Von dem Spiel habe ich schon mal was gesehen. Ich glaube bei Rocket Beans. Cool, ne? Also wahrscheinlich so ein bisschen, hier genau das mit der Kamera, das Auge, was auf und zu geht. Lustig. So, warte mal, wir gucken erstmal, was wir machen können. Select ist... Also Select ist die Karte vom Raum, ne? Das erinnert aber an Resident Evil, aber auch an Exhumed. Weiß ich, Start. Ausführen, auf. Habe ich euch, also erstmal herzlich willkommen, wir spielen alle PlayStation 1 Spiele an, die in Europa erschienen sind. So, okay, ausführen, bedienen. Au, okay. Ist hier nicht, ah, okay, zu. Okay, okay. Markierge. Urgege. Achso. Stimmt, das war das Spiel.
wo man krankhaft, also gibt einige, wo man krankhaft Sachen abkürzen musste, weil deutsche Wörter einfach zu lang sind. Das ist das Gag-Gift. Vielleicht auch das Gegengift. Wer weiß es. Salbe Wundheilung, Zündholz, Laternenzünder. Zündholz. Drei Schachteln. Okay. Verstehe. Aufnahme. Bedienen. Achso, es war er, okay. So. R1 ist hier nicht wirksam. Ah, okay, das ist X hier schon mal. Hab keine Füße. Dreieck. Okay. Ja, so diese Resident Evil Klone kam jetzt auch, ja, so circa ein Jahr später. Also könnte hinkommen, dass sie sich daran orientiert haben. Das ist L1. Okay, nicht, dass ich jetzt alles verbrauche. Okay. Achso, und das ist Viereck, Kreis. Okay. Ja, wo fangen wir an? Hier. Kann ich da rein? Wo ist die Aktionstaste? Ah, L1 anscheinend. Ja, es erinnert doch stark an Resident Evil. Kann ich irgendwie den bekämpfen oder so? Ich glaube, er kriegt Schaden, aber... Kann ich ihn... Was macht er da in Slow Motion? Ja, ich bin doch voll dabei, aber... Ah, okay. Also wir sind gerade angekommen, ne? Geschichte ist, da ist eine... Glaub, die hier konnte man angucken, oder nicht? Da ist irgendwie eine Tochter. Are you okay? You're not looking so good. Dankeschön. Ja, aber warum nicht mit einem Kompliment ins Spiel starten? Alles klar. Habe ich irgendwie Schaden oder was? Wo sehe ich denn den? Vielleicht an den Zwinkeraugen. Er ist ein bisschen müde, aber es passiert im Westen. Oh, jetzt, okay. Das ist aber krankhaft, da sollte man zum Arzt gehen. Kannst du in diese Tür rein? Nee, kannst du nicht. Kannst du in diese rein? Ey, versteht es manchmal nicht? Muss ich das Türschloss angucken? Irgendwie... Ah, okay. Aber dann muss doch... Ah, nee, dann muss ich anscheinend nur gegenlaufen, wenn das nicht die Taste... Ja, gut. Mach die Augen auf, Kollege. Jetzt ist es R1. Jetzt schlafen wir einen friedlichen, angenehmen Schlaf. Hallöchen. Das ist aber eine andere. How unusual to see visitors. What brings you here? I'm looking for some people. I see. These children, actually. Have you seen them? Yes, I've seen them. Really? I'd appreciate any information you can give me about them. I don't mind telling you, but could you look for something for me, too? Gerne. Look for something? It's about this size. A small red stone. You'll know it if you see it. If you find that stone for me, I'll tell you what I know about the children. All right. I'll be waiting for you here at this time tomorrow. Don't forget. What an unpleasant person. Yes, but it looks like we're getting closer. I guess.
bin irgendwie ziemlich verwirrt. Das sieht mir aber aus, als könnte ich da irgendwie dran ziehen oder so. Ja, nee, sehen alle so aus, okay. Okay. Kann ich ja rausschauen? Was ist schon offen? Ach, siehste, kann ich doch öffnen. Ah, okay, R1 ist durch die Tür gehen. Kann ich nicht irgendwie mal meine Augen... Wie sieht da müde aus, der Kollege? Ne, Start war das, ne? Och, Leute. Aha, danke schön. Bedienen. Ne, wie bin ich denn in das Menü gekommen? Aufnahme. Bedienen. Ach, guck mal, kann ich hinten raufpacken. Ich kann hier R2 prüfen. Das ist mir aber ein bisschen viel Auswahl, ne? Ich sollte da alles durchprüfen. Auf? Vielleicht auf? Ne, auf ist ja auf R1. Löschen ergibt auch keinen Sinn. Prüfen haben wir dort. Frei. Vielleicht einfach mal drücken. Keine Ahnung. Vielleicht ergibt das Sinn. Zum Markierge. Hier. Gegengift. Brauche ich eins oder eine Salbe? Brauche ich eine Salbe? Achso, müsste ich dann irgendwo L2. Okay. Ja. Als Salbe zu verwenden. Okay, wow, jetzt bin ich drauf, ey. Das geht ja ab hier. So. Okay. Schön gepflegter Garten. Ja, ich muss sagen, die Atmosphäre kommt bei mir noch nicht hundertprozentig auf. Bei Resident Evil warst du direkt drin. Gut, du musstest natürlich die Anfangssequenz mit den Synchronen, mit den Schauspielern. Ist verschlossen. Musstest du so ein bisschen überwinden und dann war es aber voll drin. Hier fühle ich es noch nicht ganz so. Können wir den Hund auch irgendwie platt machen? So, guck mal. Da scheint doch die Dunkelheit rein. Es wird irgendwie heller, wenn ich die Lane aufschiebe. Ja. Achso, weißt du, was wir mal machen können? Können wir ausführen? Bedienen? Achso, nee, war hier Markier. Nee. Wo waren das nochmal? Hier Aufnahme. Bedienen. Okay, so. Und dann lege ich nämlich auf L2. Prüfen. Okay, dann nennt man es auf Bein. Das ist ja natürlich Schwachsinn. Bereit drücken. Packe ich hier drücken nochmal drauf. Und prüfen ist R2. Okay, perfekt. Dort ist ein Fenster mit offenen Vorhängen. Vielleicht gibt es hier nämlich irgendwas. Okay, verstehe. Ja. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Das ist von der Helligkeit her, sollte gehen. Nichts. Einfach nichts. Was sagt er hier? Doch, das ist eine Tür. Ah, okay. So, jetzt kommt der Hundi. Kann ich den auch prüfen? Ah, dort ist ein Hindernis, kam da wahrscheinlich. Stört mich ein bisschen, das war hier, gibt's doch bestimmt irgendwas. Ist dieselbe wie bei Resident Evil, dort ist eine kaputte Uhr. Das ist hier nicht wirksam. Kann ich die Salbe anwenden? Okay, jetzt haben wir es angezündet. Nichts. Ey, kann ich doch mindestens schieben oder irgendwas? Das hatte ich ein... Okay. Das sollten wir aber tatsächlich mal prüfen. Ausführen. Bedienen.
aufzuprüfen, bereit, drücken, ziehen, leicht drücken, ziehen, nee, drehen. Ich will die Uhr löschen. Zu. Ah, leicht auf. Okay, cool. Das war das. Vielleicht muss ich auch davor stehen. Zumindest kann ich hier im Menü alles gleichzeitig durchgehen. Auf. Okay. Eine Uhr. Bereit. Ah. Cool. Drücken. Ziehen. Drehen. Löschen. Na, okay. Verstehe, verstehe. Ist ja jetzt schon wieder müde oder was? Muss ja mal abends früher schlafen gehen. Ist verschlossen, ne? Ja, okay. Verstehe, verstehe. Da, Fenster ist noch nicht offen. Schon offen. Oh, okay. Dort ist ein Fenster mit offenen Vorhängen. Danke. Vielen Dank. Aha. Oh, gucke. Es ist zu dunkel. Aber kann ich es so einfach schon aufnehmen? Prüfen. Zu dunkel. Ah, okay. Drücken. Nee, ich muss bestimmt Licht anmachen. Okay, wir probieren es mal mit Licht. Da hängt ein Gewehr, ja. Muss ich das währenddessen machen oder was? Ja gut, dann muss ich mir es anscheinend, denke ich, fast hier zurechtlegen. Aufnahme. Bedienung. Gibt es nicht noch mehr Tasten? Drücken. Ich würde sagen, aufnehmen auf L2 und dann probieren wir es mal mit dem Licht. Ja, nimmst du einfach. Okay, da hängt ein Gewehr. Ja, okay. Ausführung bedienen. Ziehen vielleicht. Vielleicht ziehen. Ja, jetzt muss ich wieder Aufnahme bedienen. Und das packe ich mir dann auf... Achso, auf beiden ist jetzt auf. Dann vielleicht zu oder bereit. Bereit? Naja, nee, bereit wird es nicht sein. Frei? Könnte halt auch ziehen sein. Ja, wir probieren es mal mit ziehen. Ziehen ist das auch nicht. Warum muss man denn mit aller Gewalt alles immer kompliziert machen? Oder, also schreib es gerne rein, stelle ich mich so blöd an. Vielleicht ist das auch alles selbsterklärend. Drehen? Ja, gibt keinen Sinn, dass ich das drehen muss. Bereit. Vielleicht ist es bereit. Achso, nee, es war ja das Ding. Dann gehen wir auf. Ziehen hatten wir schon ausprobiert, ne? Mal sehen. Okay, lassen wir das. Ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ist nicht wirksam. Ja, toll, jetzt habe ich nicht mehr. Ach komm, Leute. So.
So, vielleicht brauchen wir ja wirklich bloß das Licht. Gucke mal, die Nacht scheint doch, macht doch Sinn. Okay. Okay, da hängt ein Gewehr, yes, okay, verstehe. Aber jetzt kann ich zumindest hier mal auf, ist es nicht. Zu ist es auch nicht. Prüfen, hängt ein Gewehr. Nimmst du das? Ah. Selbsterklärend, oder? So, jetzt muss ich das wahrscheinlich hier bei Aufnahme. Nee. Aber wie schieße ich denn dann? Gibt doch nichts zum Schießen. Vielleicht kommt das automatisch, wenn ein Gegner kommt. Wir schauen mal. Haben wir hier Schönes? Nichts. Zu dunkel. Ach komm, lass mich. Lass mich in Ruhe. Ich würde gerne auf dich schießen, Kollege. Solltest wegrennen. Ausführen. Ah, guck mal hier, Gewehr. Das hat sogar getroffen. Muss ich das jetzt... Entschuldigung, muss ich das jetzt jedes Mal so machen? Gewehr. Achso, Gewehr kann ich mir auch hier hin. Dann kommt das auf L2. Okay. Kann ich das Vieh auch angreifen? Das wäre mir ein Liebes. Ich kann halt auch nicht mal mehr runtergucken. Kann gefühlt gar nichts machen. Ah, ist alle. Okay, cool. Kann ich die denn so erledigen? Ach komm, lass mich in Ruhe. Sehen aber verbrannt aus, die von. So, ich versuch mal. Aufnahme. Bedienen. Ah, ne. Markiergegenstände. Vielleicht entweder die Salbe oder. Vielleicht brauche ich auch Gegengift. Ich meine, das Gewehr ist alle. War bestimmt irgendwas zu finden in dem Raum. Als Gegengift zu verwenden. Okay. Wollen wir es? Ne, wollen wir nicht. Okay. Ausführen. So. So hier vielleicht. Das kann ich mit dem Öl machen. Dose 2. Unteilung. So haben wir gar nicht. Ja, dann... Dankeschön. Wie, aber reicht das nicht aus, oder was? Ausführen. So. Strahle in neuem Glanz. Aha. So, und hier unten ist definitiv was. Kaputter Wandschrank. Eine Medaille fiel aus dem kaputten Wandschrank. Nimmst du die Medaille? Yes. Dankeschön. Das war doch so klar. Ganz ruhig, alles gut. Das ist nicht verschlossen. Was soll mir das jetzt sagen? Ah, okay. Ah, gucke mal. Fall was verschlossen, oder wie? Geh weg. Ist ein bisschen nervig hier mit den Augenzeug da.
Guck mal. Wir wollen nämlich jetzt die Medaille benutzen. Nein, guck runter. Guck runter. Ich bin nicht von den Slow Motion. Und ist alle. Guck mal, wir haben es durchgespielt. Sehr schön. Ja. Resident Evil Klon. Schwierig. Also ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, das irgendwie selbst kurz bewerten zu können. Weil das, ja, ich keine Ahnung. Also Steuerung, wie gesagt, die ist schwierig natürlich. Ich will einfach bloß hier kurz Ruhe haben. Die ist schwierig natürlich. Kann ich das überspringen? Ja. Genau, also Steuerung, wie gesagt, schwierig. Ich finde das mit dem Auswählen, finde ich irgendwie komisch gemacht. Zwar eine coole Idee, dass du mehr Funktionen hast, aber so richtig bin ich da zumindest jetzt hier in den Part nicht reingekommen. Das mit dem Gewehr und dann irgendwie mit dem Schießen. Wir konnten halt mit der Gewehrmunition, entweder kann man anders zielen oder du brauchst halt 100 Schüsse, um eine Ratte zu erledigen. Also ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Treppe und alles ist schon sehr an Resident Evil angelegt. Muss ja nichts Schlechtes heißen. Ich glaube, da kommen jetzt noch viele Klone, die in die Richtung gehen. Survival Horror, natürlich eine coole Sache. Ja, ich weiß nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich direkt Bock auf einen zweiten Part habe. Bin ich mir gar nicht sicher. Irgendwo hat schon, irgendwo reizt es, dass man sich sagt, okay, wie geht's jetzt hier weiter? Was muss man wirklich machen? Aber Resident Evil hat mich direkt mehr geschnappt. Ja, falls er sagt, ey, das sollst du weiterspielen, unten ist ein Google-Formular, da könnt ihr abstimmen, welches der angezockten Spiele wir weiterspielen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und gern bis zum nächsten PlayStation 1-Spiel. Bis dahin.